Herzlich willkommen zurück bei GMP1 TV. Wir sind heute hier bei GMC Nummer 25 und an meiner Seite der Mann, der den Co-Main-Event siegreich für sich gestalten konnte, Sascha Masafra vom Elyseum aus München. Leider nicht zufrieden, wie er von sich selbst sagt. Sascha, was ist da los? Also ich wollte eigentlich den Kampf vorzeitig beenden. Hat leider nicht so geklappt, wie ich es vorhatte. Und deswegen bin ich nicht so zufrieden. Du hattest ihn ja in der zweiten Runde in einem Arm-Triangle-Choke, der sah von außen zumindest relativ fest aus. Er hat vorhin bei uns im Interview gesagt, er konnte noch gut atmen, außer dass du ihm halt mit deiner Brust die Luft abgedrückt hast. Er selber meinte aber auch, er hätte lieber im Stand mit dir geballert und war dann doch überrascht, dass du auf die Takedowns gesetzt hast. War das von vornherein der Gameplan gegen ihn? Also wegen dem Arm-Triangle, der war wirklich nicht zu. Also da hat er schon recht. Ich bin nur, glaube ich, bis hier gekommen. Also den habe ich gar nicht drin gehabt, wirklich. Aber ich bin versucht reinzurutschen, aber es hat nicht wirklich geklappt. Er hat gut, ist immer wieder runtergerutscht und genau, was war die zweite Frage? Warum wir am Boden gegangen sind? Ob die Taktik war, mit ihm auf den Boden zu gehen? Ja, die Taktik war, am Boden zu gehen. Mein Trainer, wir haben das besprochen, unboxen am Boden und dort dann mit Ground and Pound oder Submissions zu arbeiten. Wenn du sagst, du bist enttäuscht, weil du jetzt keinen Finish hattest, aber ist denn nicht ein Sieg über so einen zähen Gegner auch viel wert? Natürlich ist es, der Kampf ist eindeutig gewonnen, das ist kein Zweifel. Aber zäher Gegner auf jeden Fall, Alex, das wussten wir auch vorher, starker Mann. Ich würde sagen, dass der Alex Wesner ist so ein typischer Kandidat, so im MMA, also er hat eine 3-3-Bilanz gehabt und viel besser als seine Bilanz sagt, weil das sind Jungs, die kämpfen gegen jeden, gegen starke Gegner und deswegen sind die auch super ernst zu nehmen. Und wie du gesagt hast, zäher Gegner, Topmann, genau. Naja, auch wenn du jetzt heute dann nicht dein Finish hattest, nicht so wie im letzten Auftritt für GMC, wo du Fatih Akhtar dann durch TKO besiegen konntest. Es gibt ja immer ein nächstes Mal. Wie geht's dir, wie gut bist du aus diesem Kampf rausgekommen und wann willst du schon wieder in Aktion sein? Also das Einzige, woran ich gerade denke, ist, ich habe echt riesigen Hunger, ich will was essen gehen. Und das ist gerade meine Gedanken. Alles klar, dann wollen wir dich auch gar nicht so lange von deinem Happen Essen aufhalten. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Du hast gesagt, ihr werdet ordentlich Spaß miteinander haben. Hat es denn wenigstens Spaß gemacht? Na klar, wir haben jetzt hier Schweiß und Blut, würde ich sagen, ausgetauscht. Also so, danke an Alex für den Kampf. Und genau, das ist was zählt am Ende. Ja. Natürlich weiß man jetzt, woran man arbeiten muss und was nicht gut gelaufen ist, was gut gelaufen ist und so weiter. Und genau, so ist es. Ja. Du hast ja im Vorfeld auch von einem Titelkampf gesprochen. Wie gesagt, ich will da gar nicht mehr ins Detail gehen, wenn du jetzt eh schon den Hunger hast. Aber auch nach so einer Leistung, auch so einen Gegner muss man erstmal schlagen. In diesem Sinne, das war jetzt ein zweiter Sieg bei GMC. Der erste seit langem mal wieder im Halbschwergewicht. Also auf jeden Fall auch etwas, mit dem die Leute um dich herum rechnen müssen und in deiner Gewichtsklasse. Das war auf jeden Fall eine Ansage. Und daher möchte ich auch dich gar nicht mehr länger aufhalten vom Buffet. Danke dir, dass du trotz des großen Hungers noch die Zeit genommen hast. Gratuliere dir zu deinem Erfolg. Und die letzten Worte an dieser Stelle, die gehören natürlich dir. Vielen Dank. Natürlich möchte ich mich bedanken, vor allem bei meinem Gym, bei Elyseum MMA. Ich freue mich, wenn das Gym jetzt wieder aufmacht, wenn jetzt wirklich wieder aufgemacht wird. Das wird super. Ansonsten möchte ich mich bedanken bei meinem Sponsor Nanoscord, der mich super unterstützt die ganze Zeit. Wirklich Dankeschön. Ansonsten an meinen zweiten Sponsor Kwon. Danke für die Trainingsutensilien. Danke an meine Familie, an meine Freunde, an Konstantin, der extra hergekommen ist, unser Boxtrainer. Er ist heute angereist, 6-7 Stunden Autofahrt, um in der Ecke zu stehen. Das ist Teamwork. Mein Bruder natürlich, der immer dabei ist, und unser Cheftrainer Sascha Richter. Und wie gesagt, Familie, Freunde, das ist das Wichtigste. Ansonsten, Daje Forza Italia. Heute haben wir den Sieg geholt. Natürlich hätte ich es mir noch besser gewünscht. Aber was soll man machen? Ist jetzt so. Wir arbeiten weiter. Und genau. Na, ich halte sie schon. Alles gut. Alles gut. Und ich danke euch. Ich danke GMC. Und jetzt freue ich mich aufs Essen, muss ich sagen. Ich habe richtig Hunger. Ja, dann guten Appetit. Danke für die Aufmerksamkeit.
den Blau.